Bei der aktuellen Kampagne gegen Prostitution von Alice Schwarzer losgetreten, scheint es sich vermeintlich um den Wunsch der Rettung von Frauen oft aus Bulgarien oder anderswo hierher geschleppt zu handeln. Wenn man sich die Debatte und den Mediendiskurs darum herum aber genauer anschaut, dann stellt man fest, sehr oft wird eigentlich das Thema Prostitution und die Kriminalisierung darum herum verwendet, um Arbeitsmigration aus dem Osten grundsätzlich zu diskreditieren. Und es kann ganz gut sein, dass man das Thema benutzt, ein stigmatisiertes Thema, moralisch verwerflich, emotional bei vielen Menschen verfangend, das Thema benutzt, um Regelungen zu erreichen, die letztendlich das wieder einschränken, was wir heute unter EU-Freizügigkeit verstehen. Also das freie Reisemöglichkeit, freie Wahl des Arbeitsplatzes und eigentlich auch die freie Berufswahl, zu der ja seit dem Prostitutionsgesetz von 2002 eben auch die Prostitution gehört. Wenn man es sich noch mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass man es mit einem Mechanismus im Mediendiskurs zu tun hat, den wir auch schon bei anderen Themen beobachten konnten. Wenn es um stark emotionale, stigmatisierte Themen ging, die breit anschlussfähig waren, wie zum Beispiel der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung, Kinderpornografie zu verbieten, einzuschränken. Damals gab es eine Kampagne gegen Kinderpornografie im Netz. Und bei dieser breiten Akzeptanz des Themas steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Maßnahmen akzeptiert, die die Freizügigkeit aller, die Nutzung des Internets, ja tatsächlich einschränkt und tatsächlich Überwachungsmaßnahmen einführen könnte. Genau diese Gefahr besteht bei dem Thema jetzt auch. Wenn man sich anschaut, welche Regelungen im Gespräch sind und in den Medien nicht kritisch diskutiert werden, nämlich die des Prostitutionsstättengesetzes oder der sogenannten Konzessionierung, wo es darum geht, anlassungebunden Wohnungen aufsuchen zu können, nachzuschauen, so nennt sich der Begriff, quasi zu kontrollieren, um zu sehen, ob dort nicht illegal Prostitution betrieben wird in einer privaten Wohnung. Und das kann man sich vorstellen, eröffnet natürlich Tür und Tor für Denunziationen aller möglichen Art und betrifft eben nicht nur die stigmatisierten Personengruppen und Berufe, sondern könnte tatsächlich auch wieder jeden und jede treffen.